Meine Schwester und ich übernehmen jetzt das Unternehmen. Wir sind dann die 13. Generation. Und es ist natürlich schon auch ein bisschen ein Laster, weil man will natürlich nicht die Generation sein, die den Betrieb verkaufen muss oder zusperren muss. Immer wenn wir eine Brauereiführung haben und man erzählt so die Geschichte, finde ich das immer noch selber so bewegend und so toll, dass wir immer in einer Familie waren. Ich glaube, jeder hat seine Chancen und viele vor uns hatten auch schlimme Phasen und Problemphasen. Und wenn man daran denkt, dass die das auch geschafft haben, dann gibt es einem Mut, dass man das auch hinkriegt. An der Entscheidung, dass wir den Betrieb übernehmen, habe ich eigentlich nie gezweifelt. Wir kommen von Corona, haben hohe Energiepreise, hohe Inflation. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nie den richtigen Zeitpunkt für eine Übernahme. Das Einzige war in der Zusammenstellung zwischen meiner Schwester und mir. Also für uns war das festgestanden, wir machen das zu zweit. Aber wie bringen wir das aufs Blatt Papier? Wie regeln wir das alles? Das hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Hat die eine weniger, die andere mehr. Und wir haben das echt erarbeitet in mehreren Wochen. Wie würden wir uns am wohlsten fühlen? Und wir haben tatsächlich das rausgearbeitet, dass wir uns zu gleichen Teilen alles 50-50 am wohlsten fühlen. Die Gelehrten sagen zwar immer bei diesem 50-50, oh, total risikobehaftet, wenn ihr euch mal nicht vertragt. Aber wir haben uns da so Werkzeuge überlegt, dass es dann trotzdem für den Betrieb weitergeht. Na, die Sorgen waren einfach gewesen, können wir uns einfach durch eine Meinungsverschiedenheit irgendwie auseinanderleben. Wir sind uns eigentlich ja schon ziemlich eng und können uns alles ransagen und verzeihen uns da schnell. Und darum habe ich einfach nur da die Angst gehabt, kann irgendwas zwischen uns stehen, das das kaputt macht. Also haben wir uns die Bereiche im Prinzip gesplittet. Ich kümmere mich jetzt mehr für die Technik und meine Schwester macht Marketing und Vertrieb. Also wir hatten in Corona blöderweise dann auch noch ein mikrobiologisches Problem. Bier kann sich auch erkälten oder einen Schnupfen bekommen, denn dann ist es halt einfach nicht so lecker. Nicht so wie bei Wein, dass dann man sagt, okay, der Jahrgang, der schmeckt dieses Mal anders. Und bei Bier ist es eigentlich immer klassisch wichtig, dass es immer gleich bleibt. Ja, und das war so ein Punkt, der ziemlich schwierig für uns war. Weil wenn du jeden Tag Bier brauchst und jeden Tag Bier abfüllst und jeden Tag erkältet sich das Bier, entsprechend der Qualität, die unser Kunde kennt, dann ist es ja ziemlich, ja, das ist existenzbedrohend. Noch zusätzlich zu dem ganzen anderen Corona. Das hat ziemlich gebrannt, sagen wir es mal so. Wir sind eng beieinander, wir können über viel reden, wir sind sehr partnerschaftlich und darum ist es auch richtig, dass wir diese Lösung gewählt haben, dass wir beide die gleiche Verantwortung haben und uns einfach sehr diszipliniert zusammenreißen müssen und zusammenarbeiten. Was ich einfach auch wichtig finde, ist, dass wir unabhängig von der Brauerei und die Verantwortung und den alltäglichen Aufgaben, die auf uns kommen, es auch noch finden, gemeinsam was als Schwestern zu machen. Jetzt erst recht wollen wir den Familienbetrieb unserer Eltern übernehmen.